So, und da sind wir auch schon wieder bei dem RPG Maker VX Ace Tutorial. Ja, ich hab euch lange warten lassen. Es war schon lange her, bis der letzte Part kam. Der letzte müsste vor, ja, so 4 Wochen, knapp einen Monat gekommen sein. Oder vielleicht sogar über einen Monat. Auf jeden Fall kam schon lange kein Tutorial mehr. Und jetzt habe ich endlich mal wieder Zeit gefunden, eins zu machen. Und ja, was wir heute machen, ist jetzt eigentlich nur eine Sache, also ein bisschen Vertiefung von dem, was wir schon alles bisher gemacht haben. Jetzt die Database haben wir jetzt ja durchgearbeitet. Und jetzt können wir endlich wieder praktische Sachen anwenden, die auch wieder mit der Database aber zusammenhängen. Und deswegen werden wir auch heute nochmal eine kleine Quest bauen, die aber ein bisschen, ja, ich sag mal, mehr ausgebaut heißt als diese hier mit den Kugeln. Und dann fangen wir damit mal an. Ich würde sagen, ach, das Farbschema fragt ja schon wieder mit. Ich will es nicht ändern. Also ich weiß echt nicht, was da mal los ist. Aber jetzt auch, ich habe auch einen anderen Tutor gesehen, der hat auch das Problem mit Windows 7 und Camtasia. Habe ich auch keine Ahnung, wie das los wird. Vielleicht einfach irgendwie ausschalten, dass diese Meldung angezeigt werden soll. Müsste man irgendwo bei den Diensten machen können. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Denn ich ziehe Markus den NPC nach da. Und wir werden jetzt einen neuen NPC erstellen. Obwohl, er sieht so linear aus. Linear aus, wenn die beide so in einer Reihe stehen. Nein, wir machen jetzt einen neuen NPC und den nennen wir jetzt ja, Questgeber. Mir fällt nichts Besseres ein. Dann nehmen wir ja, den hatten wir schon. Nehmen wir mal die hier. Und was wir jetzt machen, das ist auch schon so ein klein bisschen Cutscene, was wir jetzt machen können. Und zwar, ich habe mir schon eine kleine Quest überlegt. Wir wollen nämlich eine Quest machen, dass sie uns darum bittet, in den Dungeon zu gehen und dort 3 Schleime zu besiegen. Wir haben ja in der Database schon Gegner erstellt, noch unseren Ektor, den haben wir ja schon. Und jetzt sollen wir das mit Hilfe von Switches und Variablen so machen, dass da sollen dann 3 Schleime erscheinen, aber die erscheinen erst, sobald man die Quest angenommen hat. Und dann, wenn man dann die 3 besiegt hat, aber erstmal dann alle 3 besiegt hat, will sie einen Text geben, dass wir die Quest abgeschlossen haben und dann gibt sie uns eine Belohnung. Also eine typische Quest, aber ein bisschen mehr erweitert als diese typische Kugelquest. Und dann fangen wir damit auch mal an. Das war, glaube ich, hier bei Ektor 2. Das müsste das hier sein, das Faceset. Und ja, da tippe ich jetzt mal hier ein. Oh nein, ich. Obwohl. Ja, okay, der Test Dungeon. Ist auch ein geiler Name für einen Dungeon. Der Dungeon ist voller. Genau, Schleime ist ja, glaube ich, die Mehrzahl, nicht Schleims. Ich habe ja vorhin mal Schleims gesagt, aber die Mehrzahl ist wohl tatsächlich Schleime. Weiß nicht, kannst du sie beseitigen? Ohne Hintergrundstory und allen möglichen, die einfach die Schleime loswerden, auch wenn sie nicht in den Dungeon gehen würde. Kannst du sie für mich oder für mich beseitigen? Das hört sich besser an. Kannst du sie beseitigen? Aber komm, ist egal. Ist ja nur so zum Zeigen. Dann können wir jetzt noch ein bisschen mehr drauf eingehen. Wir können jetzt hier in Show Choices. Ja, da öffnet sich ein Fenster, wo man dann eine Auswahl treffen kann. Man sieht hier schon, man hat hier 4 Auswahlmöglichkeiten. Yes und No sind vorgegeben, weil das ja ein englischer Maker ist, ein englisches Programm. Deswegen muss man das dann natürlich übersetzen zu Ja und Nein. Du kannst auch natürlich hier jetzt was ganz anderes hinschreiben, zum Beispiel jetzt helfen oder nicht helfen. Und dann jetzt, wenn es mehr Auswahlmöglichkeiten wären, hätte man noch das hier machen können. Noch irgendwas anderes. Aber wir bleiben jetzt nur bei Ja und Nein erstmal. Dann kann man noch, wenn man zurück will, das ist so praktisch der B-Knopf, sag ich mal, wenn man abbrechen will. Dann ist das, wenn man abbrechen will, dann wird dann direkt das Zweite ausgeführt, also wenn es hier Choice 2 steht. Und Choice 2 ist ja Nein, also wenn es auf Abbrechen drückt, diese. Ich glaube, das ist wie gesagt so, jetzt am Controller. Bei mir ist das zum Beispiel A. Jetzt auf der Tastatur wäre das jetzt Escape. Genau, Escape wäre dann jetzt zum Beispiel zum Abbrechen.
Dann wird dann direkt ein Nein ausgefüllt. So, wenn man jetzt Escape drücken würde, dann wird Ja ausgefüllt. Man kann das auch komplett wegmachen. Oder hier Branch, das lese ich mir auch nochmal ganz kurz durch. Ach so, das ist, also dass dann noch was anderes ausgeführt wird, glaube ich. Also ich habe es noch nie benutzt, aber eigentlich braucht man das, soweit ich weiß, auch nicht, dieses Branch. Also am besten ist das eigentlich immer, wenn man jetzt nur zwei Auswahlmöglichkeiten hat, dann immer auf Choice 2 das zu lassen. Jetzt, wenn man zum Beispiel vier hat und die vierte steht in der vierten Auswahlmöglichkeit, steht das Nein oder Abbrechen oder sowas, dann natürlich vier. Aber bleiben jetzt erstmal nur bei den beiden. Jetzt drücke ich mal OK und jetzt haben wir hier das hier. Dieser Befehl hier. Das sind erstmal die zwei Auswahlmöglichkeiten. Die werden dann hier nochmal angezeigt. Und hier ist dann halt Branch End. Und genau, jetzt ist dann. Jetzt hier, wenn ja, das ist. Hier kommt jetzt alles rein, was passiert, wenn auf Ja gedrückt wird. Und hier, das hier, was hier drin stehen wird, das wird nur ausgefüllt, wenn man auf Nein drückt. Also wir gehen jetzt mal von aus, dann, ja, wir würden jetzt Nein sagen. Dann würde sie sagen. Oh, schade. Genau, also dann würde die ja nur sagen, oh, schade, und dann ist das Event. Einen Moment mal. Das hat gerade in der Tür gest. So, sorry für den kleinen Schnitt. Aber jetzt geht's auch weiter, genau. Okay, jetzt bin ich noch stehen geblieben. Genau, wenn man jetzt Nein sagt, dann sagt die, oh schade, einfach, und dann passiert nichts mehr, weil dann ist das Event zu Ende halt. Und dann, weil es ja auf Action-Button ja basiert, also das wird sich dann erst wiederholen, wenn man die ja nochmal anspricht. Und wenn wir jetzt auf Ja drücken, dann soll sie Folgendes machen. Und zwar, ich weiß nicht, oh Mensch, das muss mir erstmal wieder ein Text einfallen. Nee, nicht immer jeden Satz mit O anfangen, ne. Das ist auch gerade wie erst oh nein, dann oh schade, ne. Dann, weiß nicht, das ist toll. Im Dungeon treiben drei Schleime hier. Obwohl, ihr Unwesen ist ja eine groß. Träume ihr Unwesen. Melde dich, wenn du sie besiegt. Mal, passt das noch rein? Ja, das passt ja gar nicht mehr rein. Das hätte ich schon viel früher skippen sollen. Und so, melde dich, wenn. Passt das wenn noch ein? Okay. Wenn du sie besiegt hast. Okay, und jetzt will sie also bei Ja sie das hier sagen. Und das oh schade, das wird dann gar nicht kommen. Dann wird nur das hier ausgeführt. Alles, was hier zwischen Ja und Nein steht. Aber Nein selbst wird dann nicht ausgeführt. Und wenn das beendet ist, dann wird dann halt alles, was dann hier steht, wird dann ausgeführt. Aber da schreiben wir nichts hin. Sondern wir machen jetzt noch einen Switch, den machen wir noch an. Und den nennen wir jetzt Quest. Obwohl, ich schreibe mal Quest 1, weil wir werden bestimmt nochmal eine Quest machen. Okay. Und jetzt können wir es auch noch gleichzeitig mit einer Variable verbinden. Denn wir machen jetzt eine neue Eventseite mit der Bedingung, dass Quest 1 an ist. Und wir werden wieder den Actor benutzen. Okay, und jetzt soll sie sagen. Wo ist das? Da. Du hast schon. Genau, jetzt machen wir gleich eine Variable, dass sie uns immer sagt, wie viele Schleime wir schon besiegt haben. V. Auch genau, jetzt müssen wir. Ich mache mal kurz. So, Schleim. So, diesmal denke ich an die Klammer, das habe ich damals nicht gemacht. Und genau, jetzt müssen wir, weil das habe ich jetzt extra zugelassen.
Denn, das habe ich ja ganz vergessen, wir müssen noch kurz unsere Variable erstellen. Ja, Kugelquest, diesmal Schleim Quest. Okay, ich mache das aber wieder auf Cancel, weil der soll die Variable nicht jetzt erstellen. Die soll nämlich auf 0 bleiben. Und deswegen. Ach, jetzt habe ich. Ups. Genau, und natürlich, das habe ich jetzt vergessen zu erwähnen. Das ist ja die Nummer 2, also die zweite Variable. Das heißt. So, hier schreiben wir jetzt eine 2 rein. Und ihr habt auch schon gerade bemerkt, man kann jetzt entweder Rechtsklick und Edit machen. Da steht aber auch Space. Also deswegen, ich kann nochmal vormachen, ich drücke jetzt drauf, drücke auf Edit, kommt das Fenster auch. Oh, ich habe den Punkt vergessen. Aber ich kann auch einfach draufklicken und Leertaste drücken, geht meiner Meinung nach in manchen Situationen schneller. Und man kann zum Beispiel auch Steuerung und Enter drücken, damit das dann schließlich sofort, dann wird sofort auf OK gemacht und dann schließe ich das Fenster. Und dann haben wir hier alles. Okay, aber jetzt kommt erstmal das Wesentliche. Wir werden jetzt nämlich die Schleime hier verteilen. Was ich nur mache, ich mache den Hebel schon mal nach da, dass man, weil hier ist ja der Eingang des Dungeons, dass man den Hebel auch erreichen kann. Und genau, ich habe mir das nochmal angeguckt. Ich habe hier ein bisschen gefailt, dass das Fenster hier, das erste, das ist unnötig. Das brauchen wir gar nicht. Das habe ich zwar damals gesagt, das erste Fenster muss leer sein bei den Switch-Tutorial. Das müsste der vierte Part gewesen sein. Das war aber völliger Quatsch. Also man kann das machen zur Übersicht, dass das Fenster erstmal leer sein soll, aber das ist völlig unnötig. Das habe ich jetzt, das lösche ich jetzt, weil ich nämlich gleich nochmal zeigen werde, dass man auch das mit einer Seite regeln kann. Das war, wie gesagt, das habe ich dumm erklärt an der Stelle oder beziehungsweise dumm gezeigt. Das habe ich jetzt, das ist mir jetzt erst aufgefallen, weil ich da noch einmal kurz was geguckt hatte an der Stelle. Und dann sah ich halt erstmal, warum habe ich da eine leere Seite gemacht? Weil leere Seiten sind in den meisten Fällen ja unnötig hier. Okay, aber jetzt kommen wir erstmal zum Wesentlichen. Wir werden jetzt hier ja, Schleime verteilen. Genau, das Schöne ist nämlich hier bei diesem Teilset, man hat ja auch Monster zur Auswahl. Oh genau, und hier haben wir auch die Schleime. Wir machen jetzt, dass die sich zufällig bewegen. Das kann man nämlich hier machen. Man kann ja immer so bleiben wie stehen. Oder ich glaube, das habe ich das nicht schon mal gezeigt. Auf jeden Fall, wir stellen es auf Random. Man kann natürlich Approach. Ich vergesse das immer wieder, was dieses Approach ist. Aber genau, das war zum Spieler hin. Und so kann man sich noch eine Route bauen für den, ja, für das Tier, sag ich mal, für den Charakter. Dass hier diese Movement Comments, die sind verdammt wichtig für Cutscenes. Wenn man gute Cutscenes erstellen will, sind die hier verdammt wichtig. Das Schöne ist, sie sind gut erklärt. Ne? Zum Beispiel hier, das würde den, ja, das würde den Charakter zum Runterbewegen bringen und sowas. Das kann man auch gut auf den Actor anwenden, in Cutscenes, weil er sich dann, weil das kann man auch auf den Actor anwenden, sodass er sich dann von selbst bewegen soll oder dass er seine Grafik ändern soll. Und so Sachen, das kann auch sogar Switches ersparen. Das hier zum Beispiel Change Graphic und so, aber darauf gehe ich erst später ein. Wenn wir, also das ist jetzt schon, ja, das ist mehr noch eine Quest. So eine richtige Cutscene. Vielleicht schafft man es noch in diesem Part, spätestens im nächsten dann. Das wollte ich eigentlich schon jetzt machen. Nur da muss ich noch ein klein bisschen überlegen, wie wir das dann umsetzen am besten. Aber das hier soll schon mal so ein bisschen dienen dafür. Ich mache die mal so auf Random, dass die sich ein bisschen bewegen. Dann mache ich noch Player Touch, dass wir sie, also sobald wir sie berühren, dass wir dann sofort gegen die kämpfen. Da mache ich noch Below Characters, weil das, ja, das zeige ich euch gleich warum, weil das sieht dann irgendwie cooler aus, also das passt besser, wenn man so in den Gegner reinläuft und dann der Kampf beginnt. Das kennt man vielleicht auch aus vielen Spielen, das ist bei, ja, toll, ich sag das bei vielen Spielen, mir fällt kein Beispiel ein. Ich glaube, bei Lufia ist das so. Ich habe das Spiel zwar nie gespielt, aber ich glaube, da war es auch, dass es dort stationäre Gegner gibt. Oder genau bei Pokémon Ranger zum Beispiel, da war das so. Da ist sogar der Unterschied, wenn man zu nah ist, rennen die Pokémon manchmal sogar von einem weg oder laufen nach einem zu. So ungefähr, da läuft man auch in die so rein, dann beginnt der Kampf. Und genau, aber damit der Kampf auch beginnt, gehen wir auf die dritte Seite in Scene Control. Und hier haben wir den Befehl Battle Processing. Und da steht auch schon Starts a Battle. Das heißt, werden hier Schleim 2
auswählen, unsere Schleime, die wir gemacht haben. Dann kann man, ja, man kann es auch mit der Variable bestimmen lassen oder das gleiche, oder man kann auch so random Encounter machen. Das ist, man kann es auch einstellen, dass zum Beispiel nach ein paar bestimmten Schritten immer wilde Gegner erscheinen. Das könnten wir jetzt auch noch einstellen, aber wir lassen das jetzt erstmal bei diesen stationären Gegnern, die dann hier so rumlaufen. Genau, dann kann man hier noch gucken, was passiert, wenn der, ja, wenn man flieht. Das machen wir auch mal. Dann kann man noch, wenn man sterben sollte. Normalerweise, wenn man stirbt, kommt ein Game-Over-Screen. Und man kann das natürlich auch einstellen, dass was passieren soll, wenn man stirbt. Das ist natürlich praktisch, wenn man so eine Art Turnier vielleicht veranstaltet, wo man nicht sterben soll, wo man zwar rausfliegen kann, aber nicht sterben soll. Oder wenn eine Cutscene ist, wenn man gegen einen, ja, ich sag mal, es gibt auch Spiele, das war bei Golden Sun zum Beispiel. Da kämpft man schon direkt am Anfang gegen so, ja, gegen schon zwei. Gegen die zwei Hauptfeinde, sag ich mal. Und da hat man aber, da hat man natürlich dann keine Chance direkt am Anfang. Das ist dann so geplant, dass man stirbt und dass es halt danach dann weitergeht. Also das ist für storymäßige Sachen finde ich sehr praktisch, wenn man sterben soll in einem Kampf. Aber wir lassen es erstmal bei Ken Escape. Bei Ken Escape, da soll gar nichts passieren. Der Schleim soll einfach wieder erscheinen. Und wenn man gewinnt, dann machen wir es folgendes. Die Variable Schleimquest wird um 1 erhöht. Und dann machen wir noch was. Ein Self-Switch machen wir noch rein. Self-Switch A, um genau zu sein. Und wenn Self-Switch A an ist, ist der Schleim weg. Was ich natürlich hier noch vergessen habe. Ich habe ja gesagt, die Schleime sollen ja erst erscheinen, sobald Quest 1 an ist. Also sobald wir mit der Frau geredet haben. Oder mit dem Mädchen oder mit dem NPC. Dann sollen die ja erst erscheinen. Und deswegen muss natürlich dann der Switch für die Quest auch angemacht werden, weil die Quest löst ja den Switch aus, sodass die Schleime dann hier herumlaufen. Und der Self-Switch ist jetzt nochmal dafür, dass, wenn der Schleim besiegt ist, dass er dann auch weg ist. Weil sonst man die Variable immer wieder erhöhen und das wollen wir ja nicht. Die soll ja nur auf 3 erhöht werden. Und jetzt müssen wir das Event eigentlich nur noch kopieren. Kann man auch mit Steuerung und C ganz schön machen, wenn ich das nicht schon mal erklärt habe. Und jetzt machen wir zum Beispiel hier einen hin. Und ja, hier einen hin. Und ja, dann müssen wir noch Folgendes einstellen. Wenn, also jetzt mache ich nochmal eine neue Seite. Wenn dies die Quest geschafft ist, was dann passiert? Das heißt also, wenn Variable Schleimquest ist 3 oder höher. Weil die sollen es dann ja auch natürlich auch eine Belohnung geben. Da machen wir dann wieder das Faceset. Da sagt die, du hast alle Schleime besiegt. Vielen Dank. Passt das auch alles rein? Natürlich nicht. Boah, das hasse ich immer so beim Epic Game Maker. Das hatte ich schon so oft bei irgendwelchen Texten, dass da nicht alles reinpasst. Das muss man dann so oft fixen. Deswegen finde ich diesen Preview-Button sehr praktisch. Der ist verdammt praktisch. Okay, und dann könnten wir jetzt machen. Hier Change Items kann man auch noch machen. Das ist ein Befehl. Mit dem können wir Items hinzufügen oder uns Items abziehen lassen. Und jetzt machen wir einmal Increase. Wir haben ja damals einen Heiltrank erstellt. Sagen wir, sie gibt uns da zur Belohnung 3 Heiltränke. Und Increase ist dafür, dass man bekommt das. Und Decrease ist dafür, dass sie uns das dann abzieht. Das kommt man ja auch, wenn man bestimmte so Quest-Items, wenn man die dann abgeben muss für irgendwas. Da ist das dann natürlich sehr praktisch. Oder zum Beispiel für Schlüssel, wenn man zum Beispiel einen Schlüssel verbraucht, jetzt bei Zelda zum Beispiel, da kennt man, dass man einen Schlüssel hat und man verbraucht den dann an einer Tür, dann würde dann der Schlüssel um 1 verringert werden, oder die Anzahl der Schlüssel. Genau, und sagen wir einfach mal, die gibt es jetzt 3 Heiltränke zur Belohnung. Dann können wir jetzt noch einen Text machen. Den würde ich empfehlen, die Mitte machen und wir nehmen einen anderen Hintergrund. Also das normale Fenster ist ja das, wir können auch transparent machen, dann ist der blaue Hintergrund komplett weg. Dann, genau, dann ist nur das hier.
Und dann steht die Nachricht drin, dass dieses blaue Textfenster weg. Aber der Text wird angezeigt. Aber ich mache jetzt mal Dim Background, das sieht nämlich cool aus. Das ist dann so eine Art Schatten, der wird dann angezeigt. Das ist so eine Art alternativer, ja, so alternative Textbox. Aber die hat jetzt keinen wirklichen Rand, sondern, wie man sieht, ist dunkel. Aber die ist ja noch so leicht abgehellt, sag ich mal. Also ich zeige euch einfach, wie das ist. Und jetzt können wir noch sogar Folgendes machen. Ich mache jetzt mal einmal Enter, dass das in der zweiten Zeile ist. Und dann machen wir Heiltrank. Ach ne, ne, drei Heiltränke. So. Genau, drei Heiltränke. Erhalten. Und jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter. Denn wir setzen hier vor Heiltränke noch ein Tastenkürzel, sage ich jetzt mal. Und zwar jetzt habe ich ein I dahin geschrieben. Und ja, das I steht jetzt dafür. Ich mach mal kurz, dass diese. Genau, da sind sie. Da ist auch so Schrägstrich I und dann End Icon. Das heißt, das ist das Geile am VXAs. Man kann sich auch Icons ausgeben lassen. Und das machen wir jetzt. Dafür müssen wir kurz in die Database. Und dort bei Items. Gucken wir mal kurz in dem Heiltrank, den haben wir das Icon gegeben. Dann klicken wir mal drauf. Und ihr müsst auf den Index dann gucken. Hier steht Index 192. Das ist ja überhaupt die Nummer von dem Icon, das es trägt. Also dieses Icon hier hat einen bestimmten Index. Und das ist jetzt 192. Den merken wir uns. Weil wir den jetzt hier eingeben. Genau, durch diesen Befehl, dieses I, wird da das Icon dann angezeigt. Das sieht auch verdammt gut aus. Genau, seht ihr, da haben wir es. Dann zeigt das nämlich so an, so drei Heiltränke erhalten. Das mit dem Icon davor, das passt schon ziemlich gut eigentlich. Also das kann ich echt empfehlen, nutze ich auch in meinem Spiel oft, dieses System, sage ich jetzt mal. Und ja, dann haben wir es auch schon fast geschafft. Aber natürlich müssen wir jetzt wieder einen Self-Switch reinmachen. Denn wir wollen ja nicht, dass die. Obwohl, wir haben schon einen reingemacht, oder? Ach nee, doch nicht. Weil wir wollen ja nicht, dass die immer wieder dann uns da drei Heiltränke gibt, wenn wir die anreden. Deswegen einen kleinen Self-Stitch rein. Und, so. Und dann so, dann sagt die einfach nur noch mal. Danke, dass du mir geholfen hast. Weil sonst, wenn man die immer wieder anredet, dann würde die immer wieder uns drei Heiltränke geben und das wäre dann so eine Art, ja, Glitch, sowas und das wollen wir dann ja vermeiden. Deswegen dieses ganze Gearbeite mit den Switches und das alles. Und ja, jetzt, ich hoffe, es war verständlich, aber eigentlich müsste das auch verständlich sein, weil es nicht viel Neues dabei war. Und deswegen beginnen wir doch dann auch mal. Genau, wir speichern. Und so, und da sind wir auch schon. Und hier stehen die alle rum. Und wir haben ja doch schon die Zufallsbewegungen gehabt. Und oh nein, der Dungeon ist voller Schleime. Kannst du sie beseitigen? Okay, jetzt drücke ich erstmal auf Nein. Und das meine ich auch, dass jetzt dann dieses Auswahlfenster das dann angezeigt wird. Sehr schön gemacht übrigens. Dann, oh, schade. Okay, es klappt. Und das Event beendet sich. Okay. Das heißt, wenn wir die jetzt nochmal anreden mit Ja. Da sagt die, ja, das ist toll, im Dungeon treiben drei schleimige Unwesen, melde dich, wenn du sie besiegt hast. Und du hast schon null Schleime besiegt, perfekt. Jetzt gehen wir mal rein da. Und tatsächlich, da laufen die auch schon rum. Und das meine ich, die Brücke ist weg und so erscheint die. Das war völlig unnötig, das eine Fenster. Genau, jetzt besiegen wir den einen. Und das habe ich jetzt auch gerade gemeint, dass, ja, wenn der jetzt wie heißt das jetzt? Auf Same as Characters gestellt ist, das hätte dann so ein bisschen doof ausgesehen, dann steht man so vor dem und dann beginnt der Kampf. Aber so für Rollenspiele, also ist das nur meine Meinung, dann würde ich das so besser empfehlen. Und ja, dann kämpfen wir jetzt mal kurz. Ich hoffe, ich bin in der Lage, sie zu töten. Und ja, ich hoffe, ich habe sie nicht so overpowered, dass ich jetzt keine Chance habe, aber.
Ich glaube, ich habe ihm 100 HP gegeben, oder? Okay, Items, verdammt, keine. Ein Skill haben wir ihm doch gegeben, genau. Okay. Ja, kann ich mal Spaß wegmachen. Und was ich dann noch sonst erzählen kann. Ihr seht den Hintergrund. Der Hintergrund, der wird so generiert. Der nimmt das Bild von der von der Overworld Map, aber so ein bisschen verschwommen ist das. Also das ist genau der gleiche Hintergrund, den man vom RPG Maker VX Ace kennt. Vom RPG Maker VX, meine ich, Entschuldigung. Von dem normalen RPG Maker VX, das ist ja der Nachfolger praktisch. Und, oh, sehr gut, wir haben einen Heiltrank gefunden. Das wäre jetzt natürlich Fail, wenn ich jetzt hier meinen eigenen Spiel in dem Tutorial sterben würde. Aber wir kämpfen gleich jetzt gegen den letzten. Denn wir wollen noch mal ganz kurz mit dir reden. Genau, du hast schon zwei Schleime besiegt. Okay, auch das funktioniert perfekt. Und ja, sehr gut, die zwei Schleime sind weg, dank des Self-Sitches. Und genau, was ich... Ja, was so ein bisschen Fail ist, das sind jetzt eigentlich sechs Schleime, gegen die man kämpft. Die, um das zu fixen, werden wir gleich mal einen Schleim entfernen. Jetzt mache ich mal auf Flucht. Sehr gut, und der ist immer noch da. Perfekt. Weil, wenn die jetzt verschwinden würden, die Variable erhöht sich nicht, dann wäre das ein Quest-Bug, man kann die Quest nicht beenden. Und das wäre auch wieder doof. Und ja, auch der wird gleich sterben. Mensch, jetzt, das ist ja eigentlich Let's Tutorial und ich fühle mich wie in einem meiner Let's Plays. Okay, aber es hat funktioniert. Du hast alle Schleime besiegt. Vielen Dank. Drei Heiltränke erhalten. Und genau das meine ich, das ist diese transparente Textbox. Also ich persönlich finde, das sieht viel besser aus. Das kann man auch gut für Erklärungen benutzen und sowas. Das sieht meiner Meinung nach ein bisschen besser aus. Also würde ich jetzt empfehlen. Weil, wenn das jetzt unten in der Textbox steht, dann könnte man meinen, dass ein Charakter das dann spricht. Und so, wenn das eine andere Textbox ist, dann sieht der Spieler, dass das nicht gesprochen wird von einem Spieler, sondern dass das einfach nur ein Hinweis ist. Und, perfekt, die Heiltränke wurden auch hinzugefügt. Genau, das ist auch gut von dem Spiel. Das Spiel, der Maker erkennt, dass, wenn die HP voll sind, dass er dann nichts mehr erhöht. Und ja, das war's dann auch jetzt. Was ich nur kurz fixe, das macht natürlich einen doofen Eindruck. Die sagt, da sind drei Schleime. Ich entferne mal kurz einen. Remove. Und so in die Mitte. Aber man konnte ja auch schon gerade sehen, da waren ja Hintergründe. Und dieser eine Hintergrund, da dieser verschwommene, da sind, glaube ich, viele auch meiner Meinung nach sehr, sehr hässlich. Deswegen fixen wir das hier mit Specify Battleback, so. Und genau, und hier haben wir auch noch das alles zur Auswahl. Jetzt nehmen wir, ich hier auch einen Lava-Dungeon, genau. Nehmen wir mal das hier, das würde gut passen zum Dungeon. Lava Cave. Oh, das ist auch geil, das nehmen wir. Aber man kann auch einen zweiten Background verwenden, was ich auch sehr geil finde. Und genau, das passt doch perfekt. Perfekt passt das. Auch die beiden heißen Lava Cave. Ich vermute mal, das ist auch vom Maker gedacht, dass man die beiden auch zusammen benutzt. Und auch das werden wir noch einmal kurz testen, wie das jetzt aussieht. Genau, dann noch einmal kurz die Quest annehmen. Und ja, Button Smashing. Okay, dann kämpfen wir nochmal. Okay, es ist nur noch einer und ja... Das macht doch einen wesentlich schöneren Eindruck zum Spielgeschehen auch. Man ist in einem Lava-Level und es ist auch ein richtiger Lava-Hintergrund und nicht so, ja, sowas Verschwommenes, etwas. Natürlich kann man das auch benutzen, aber jetzt mal ehrlich, benutzt Hintergründe, die sind viel, also das ist viel besser zu sehen und sowas. Ich weiß nicht, ob es auch sogar Skripts gibt für bewegliche Hintergründe, das wäre natürlich richtig geil. Aber das würde ich schon sehr empfehlen. Jetzt hat es mit der Quest doch schon ein bisschen länger gedauert als erwartet. Wie lange haben wir denn jetzt? 29 Minuten, schon wieder fast eine halbe Stunde. Ja, aber
Naja, aber ich nehme mir, zum Erklären nehme ich mir da schon lieber ein bisschen mehr Zeit auch. Nur ich hoffe, dass ich diesmal keine 10 Minuten wieder brauche für, ja, für die Verabschiedung, wenn ich dann wieder immer wieder was Neues anspreche und labere. Nein, aber jetzt sind wir erstmal fertig. Wir werden das wohl im nächsten Part noch ein bisschen ausweiten. Wir werden das vielleicht noch in eine Art Cutscene verwickeln. Oder sowas. Also, dass man, ja, dass man dann immer mehr auf so Sachen eingeht. Auch den Dungeon, den werden wir noch erweitern. Vielleicht werden wir auch sogar bald eine Cutscene einbauen und einen Bosskampf. Weil dort sind auch noch so ein paar interessante Sachen, dass man im Kampfgeschehen was verändern kann. All das kommt dann noch. Aber ich will jetzt nicht wieder zu viel labern. Deswegen wende ich den Part auch jetzt. Werde ich da sehen, was kommt. Ich muss auch noch genau überlegen, wie ich das jetzt mache im nächsten Part. Aber ich hoffe einfach, ich hoffe jetzt, dass es nicht mehr so lange dauert wie, ja, wie jetzt eigentlich. Aber was schon mal gut ist, mit den Grundlagen sind wir schon mal so, ja, so ziemlich fertig. Jetzt kommen mehr so diese ganzen Anwendungssachen, wofür man die Grundlagen anwenden kann. Überhaupt so, was man mit den Maker machen kann. Damit, dazu kommen wir jetzt alles. Dazu kommen wir jetzt alles. Ah, ich hab's, ja, ich hab's halt nicht mit meiner Grammatik. Dazu kommen wir schon bald alles. Ach, egal. Egal, hört nicht auf meine Grammatik. Ich weiß echt nicht, was heute mit mir los ist. Aber naja, ich. War nicht das erste Mal, dass ich mich so verspreche. Aber wie gesagt, ich verabschiede mich dann jetzt für diesen Part. Sorry nochmal, dass ihr so lange warten musstet, aber ich hatte echt nicht so viel Zeit und wenn muss ich, wollte ich dann nebenbei erst noch für Let's Plays noch ein bisschen was machen. Und ja, jetzt sollte hoffentlich wieder häufiger was kommen. Dann verabschiede ich mich hiermit für heute. Ich hoffe, es war hilfreich, was ihr jetzt gesehen habt. Wie gesagt, für Fragen, wie immer, per PN oder in den Kommentaren. Also ich freue mich auch immer auf Fragen, auch wenn ich nicht immer direkt darauf antworten kann. Natürlich merke ich mir die dann auch. Und also eine Antwort werdet ihr dann eigentlich schon immer drauf bekommen. Also dann sage ich mal bis zum nächsten Part. Und ja, dann ciao, Leute.